Wir sind wieder da bei Amsterdam und unsere Freundin steckt immer noch in der kleinen Hütte. Da ist sie. Im Ernst jetzt? Okay, was sollte der Scheiß? Was? Ich stehe da im Stockdunkeln zwischen Spinnweben und Dreck und du gehst einfach weg? Nicht wahr? Schluss mit M. Das killt jedes Fünkchen Vertrauen, das ich vielleicht darauf gesetzt hätte, dass du mich vor den schlimmen Dingen hier draußen beschützen kannst. Und ich bin absolut stinksauer. Hör auf. Tut mir echt leid. Ich habe nicht nachgedacht. Tja, du hast es ja nicht so mit Nachdenken. Meine Güte, sie lässt wieder die Alpha-Bitch raushängen. Gott, verdammt! Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Ich weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Nur das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Gott, alles ist total demoliert. Na, guck mal. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Mann, ey, dieses Mädchen gibt mir so. Ja, also. Das wäre mit Sicherheit nicht meine Freundin, Alter. Das kannst du wissen, ey. Jemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher hey, in der Bruchbude. Und jetzt? Feuerwachturm. Guck mal, das hey, Sanatorium. Du Held. Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Wer baut ein Sanatorium da oben auf dem Berg? Ganz ehrlich. Oh, was steht hier? Stirb. Freundlich. Ach, so grottig. Nette Begrüßung. Hier vorne blinkt noch was. Mal schauen. Ah ja, der Hebel für die Seilbahn. Toll. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, können wir es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Okay, machen wir mal. Benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow, jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Och, was? Ey, diese... Welche Regeln? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Ah ja. Aha. Gott, ey, die würde ich sofort abschießen, ey. So, was darüber jetzt, oder was? Oh, Moment. Oh, warte, jetzt hat es angefangen zu blinken. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Oh, ey, ständig diese Beleidigung. Jo, kletter mal als erstes. Nicht, dass du noch abrutscht. Das wäre ja schade. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Ups. Oh! Alles klar? Hätte ich mal lieber nichts gedrückt. Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Okay. Okay, vorsichtig. Aber warum gehen sie jetzt da lang? Das oh macht eigentlich Gott. Gar keinen Sinn. Also. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz Guck weich. Nicht runter. Wow. Okay. Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Da mal los mit deiner Axt.
sie spurtet auch gleich davor. Was, wenn's nicht funktioniert? Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder? Warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Ganz ehrlich, ich würde mich, glaube ich, auch verstecken, ne? Oder ich wäre einfach weiter unterwegs, aber halt weg von diesem Gebiet hier. Na gut, dann ist wieder das Ding, dass deine Freunde im Stich lassen. Oh, ein Tote. Ja, na mal gucken. Vollmond. Hä? Hier kann ich mich gar nicht erinnern. Pass auf, wohin du trittst, Emma. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe okay, zu ja. stürzen. Ich schön, danke. Ich weiß gar nicht. Letztes Mal anscheinend nicht auf den Kopf. Oh, Matt, was ist das? Niemals würde sowas passieren. Was ist los mit den Viechern? Ja, natürlich kommt jetzt hier ein Break. Was los? Ah, dafür machen wir doch gerne einen Break. Ach, da steht er schon! Da steht er schon! Fuck, Mann! Ich gar nicht gesehen! Hallo? Überleg dir mal, sie badet da gemütlich, ne? Ihre Freunde werden gerade abgemetzelt. Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Okay. Okay, naja, dann gehen wir mal. Nett unserem Handtuch bekleidet. Chris? Durch die Kante. Josh? Was zum Henker? Habt ihr ihn gesehen, den scheiß Clown-Typ? Ah, das ist so creepy, Mann, wenn man sich das vorstellt. Irgendwo bist du. Oh. Oh. Alter. Scheiße. Wer weiß, wie oft schon hinter euch Chris? Jemand gestanden hat. Oh mein Gott. Mike, Emily. Und ihr habt es nicht gemerkt. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Da hängt der Luft. War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Oh, guck mal, das Bild. Reicht es euch? Warum sind hier überall Kerzen schon, ne? Okay. Da ist wieder ein Luftballon mit einem Pfeil. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder noch soll ich das eine? Ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Wir werden mal stumpf diesen Im Ballon Handtuch folgen. Also. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Wo seid ihr bloß? Scheiße.
Rache. Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Alter, ab jetzt wäre mein Puls auf 180, ne? Hallo Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademess. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Vase werfen. Go, go. Arsch. Shit. Springen. Verstecken unter dem Bett. Verstecken sich unter ja, der Baseballschläger. Weglaufen. Stecken bringt nie was. Soll das ein Witz sein? Kein Türgriff? Na, komm, versuch's. Zeitgleich. Nein, zeitgleich nicht. Okay. Scheiße, das war's. Nein. Super. Richtig Beef. Gang. Und alles in diesem scheiß Handtuch begleitet, Mann. Hat es aber gut zu. Nee, wir laufen. Immer in Bewegung bleiben. Erste Regel. No shot! Oh, scheiße. Ja, Regeln sind Richtwerte, ne? Tja, ihr wisst. Das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut! Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Dingen, die tot sind. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Boah. Alter, meine Fresse, ey. Also die Schreckmomente hier nehmen zu, Mann. Fuck. Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Ein Psychopath. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir?
Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Ah ja. Oh, Matt, was ist das? Oh, keine Ahnung. Tja, Bambi ist älter geworden, ihr seht. Und gefährlicher. Vergeltung. Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? Tja. Ja, ich kann es nicht stehen bleiben. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Ach was. Der Herr der Bestien. Niemals werden so viele Hirsche auf einen Haufen. Hirsche sind doch Einzelgänger, oder? Gelöst die Sache, haben wir gut gelöst. Wir sind auf dem besten Wege zu überleben. Alter, das Spiel wird intensiver, ne? Ohne Scheiß. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, kannst du echt nur eine Stunde spielen, da musst du eine Pause machen. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Oh, das ist verflucht grell! Ach, wirklich? Geht ja gut los. Ich kann nicht sehen, was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Kann man sich gut zureden. Ich wäre immer in Bewegung, ne? Ich würde jetzt hier irgendwo durch den Wald abdampfen oder mich da verstecken. Bis zum Morgengrauen warten, dann würde ich mich verpissen. Ne? Weil was willst du machen? Der Typ hat die Angst für sich als Stärkung. Dann zögert es aber nicht, um dagegen zu streiten. Ja, lass die Axt unten knallen. Kopf, Alter, ehrlich. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Ach nee, mal gucken. Also, das ist wieder eine Frage. Ich denke, sie ist intelligent. Da oben würde ich zum Beispiel bleiben. Klar würde sie den Arsch abfrieren, aber hey. Absolut schlecht anzugreifen. Oh, warte, der zwei. Ja, perfekt, Alter. Windgeschützt da oben. Das wäre meine Hütte, Mann. Das Ding halt nur von unten abbrennen, ne? Ja, irgendwas. Alles klar? Ja. Schauen wir uns mal hier. Tja, kein Strom. Ah ja, klar. Thank you.
das wäre für mich der sicherste Ort hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne Leuchtsignal. Also. Bitte schießt es nicht ab. Behalte mal lieber. Nee, ich würde nicht schießen. Den noch darauf aufmerksam machen, dass wir hier sind. Und dann ist es vorbei. So, einmal um den windigen Turm. Was ist los? Was war das? Ah!
Verdammt! Ha! Ich habe umso Emily das überlebt hat oder nicht. Leute, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir machen hier in einer mega spannenden Situation einen kurzen Break. Es tut mir sehr leid, aber...